auf den Stier Ursin. Er ist geboren am 25. Oktober 2019. Der Züchter von diesem Stier ist der Augustin Meissen von Senias. Der Ursin, wie gesagt, geboren am 25. Oktober 2019 und er ist am Stierenmarkt im Zug vom letzten Herbst beurteilt worden mit 5,5,5,93. Der Vater vom Ursin, das ist der Lorenz. Der Lorenz ist ein Ferisohn. Die Mutter, die Ursina, eine Adonis-Tochter. Der Adonis ist ein Delwin Gamsohn. Die Ursina, die Mutter vom Ursin, hat einen einfachen Stern. Sie hat einen Zuchtwert Milch von plus 340 Kilo. Und sie ist beurteilt worden als Drittlachtjährige mit 83, 87, 90, 85, 93, nicht also mit 87 Punkten in der Klasse Vorzüge. Die Mutter, die lebt selbstverständlich noch, hat siebenmal gehalbert, hat im Schnitt von 6,8 Kantionen 5,207 Kilogramm Milch produziert, 4,07 Fett und 3,13% Eiweiß. Sie hat Höchstleistungsbesitz erreicht in der vierten Laktation mit 5,944 Kilogramm Milch mit 3,94 Fett und 3,1% Eiweiß. Sie hat eine aktuelle Lebensleistung im Moment von 35,684 Kilogramm Milch mit 4,02 Fett und 3,11% Eiweiß bei einer sehr guten Untergesundheit von 70 Zellzahlen. Dann gehe ich eine Generation weiter hinterher, kommen wir jetzt zur Vanessa, zur Großmutter, eine Mirano-Tochter. Und die Vanessa hat einen einfachen Stern gehabt und sie hat einen Zuchtwert Milch oder hat die immer noch Zuchtwert Milch von plus 249 Kilo und ist beurteilt worden, seinerzeit als Erstlaktierende mit 85, 81, 79, 75, 82, im Durchschnitt also mit 80 Punkten in der Klasse gut plus. Ich bin noch ein bisschen weiter hinten im Pedigree und ich habe gesehen, dass weiterhin noch eine Kuh kommt mit einer Lebensleistung von 55'000 Kilogramm Milch, dann noch eine Kuh mit einer Lebensleistung von 70'000 Kilogramm Milch und dann noch eine Kuh mit einer Lebensleistung von 60'000 Kilogramm Milch. Ihr seht also, es sind da im Hintergrund schon noch langlebige, fruchtbare Kühe mit hervorragenden Lebensleistungen. Ja, und jetzt gehen wir ein bisschen über zu den Nachkommen. Registriert sind vom Stier Ursin am gesamten 25 weibliche Nachkommen und 9 Stiere. Aufgeführt sind da jetzt 24 weibliche Nachkommen und 7 Stiere. Und da dabei haben wir eine gehalberte Tochter, die am 20. Jänner zum ersten Mal abgehalbert hat. Bedingung ist aber in der Halterprämie schon, dass 18 Nachkommen aufgeführt werden. Da haben wir jetzt also 24 weibliche und 7 Stiere. Also bedeutend mehr, wie das die Anforderung ist. Die Nachkommen, die sind geboren zwischen dem 18. Oktober 2021 und 13.02.24, der Altersunterschied zum Ältesten bis zum Jüngsten, also rund 2-jährig und 4 Monate. Der Stier, wie gesagt, immer noch im hervorragenden Zustand, extrem abgewachsen, auch vor in der Brust abgewachsen, breite Brust, ein längs breites Becken, vielleicht in der Oberlinie nicht mehr ganz so stabil und vielleicht so im Fundament, Fesselbereich, vielleicht auch nicht mehr ganz perfekt, aber immer noch sehr ein robuster, massiger Stier. So, und jetzt kommen wir langsam, aber sicher zum Ergebnis von dieser Halterprämie vom Stier Ursin. Der Philipp und ich haben die Nachkommen angeschaut. Der Philipp und ich sind heute zusammen unterwegs. Der Philipp ist ja der neue Ressortleiter Tierbeurteilung nach dem Weggang von Stefan Hodl. Und somit ist der Philipp auch der Chef von der Zuchtfamilie Schauen. Weil der Philipp neu in diesem Amt ist als Ressortleiter Tierbeurteilung, hat man entschieden, dass wir die Zuchtfamilie Schau-Saison vor allem in Bezug auf die Halterprämie gemeinsam überstreiten und wir uns auch ein bisschen abwechseln heute im Kommentar von diesen einzelnen Familien. Ja, wir haben die Nachkommen angeschaut bezüglich Rahmen. Und die Tierchen gefallen uns sehr gut
Und auf den ersten Blick fällt vor allem auf die stabile obere Linie. Hervorragend, straff in der oberen Linie. Vorne in den Schultern sehr gut geschlossen. Ganz, ganz korrekte Tier also bezüglich der Oberlinie, bezüglich des Schulterschluss. Was könnte stärker sein bezüglich Rahmen? Es gibt vielleicht das ein oder andere, wo vorne in der Brust noch etwas breiter dürfte sein. Und vielleicht auch noch in der Flanke dürfte ein Spürchen stärker, aber das sind nur ganz wenige. Im Großen und Ganzen sind alle auch dort korrekt. Aber wie gesagt, vorne in der Brust gibt es gewisse Unterschiede. Vorne ist ja Lunge, Herz platziert, die Organe können arbeiten, dass die Kühe mal Milch produzieren können. Und darum könnte man dort das eine oder andere noch ein breiter wischen. Aber mir heisst belohnt mit 10 Punkten von maximal 12 Punkten im Rahmen, dank der straffen, schönen oberen Linie. Wir kommen zu den Becken. Zum ganz grossen Teil fallen uns die Becken hervorragend. Sie sind zum ganz grossen Teil sehr gut geneigt. Sie haben weitgehend eine gute Breite. Sie sind im Schwanzbereich sehr korrekt gebaut. Mastarm sehr gut platziert. Auch die Umdreher zum grossen Teil sehr gut platziert. Was könnte stärker sein in Sachen Becken? Vielleicht das eine oder das andere, und noch etwas breiter könnte sein im Becken. Aber sonst sehr gut geneigt. Wir haben nur eins, zwei gesehen, die etwas flach sind. Die anderen sind sehr gut geneigt. Aber wir haben ein paar gesehen, die noch spürlich breiter dürfte sein. Aber insgesamt sehr gute, funktionelle Becken, die sehr gut gefallen. Wir haben mit 3 Punkten von möglichen 4 Punkten, also nur einen unter dem Maximum. Wir kommen zu den Fundamenten. Fundament auf den ersten Blick, das ist euch sicher aufgefallen, extrem fein, trock, flach, glasklar in den Sprunggelenken ausprägen. Die Tierli haben sich auch hervorragend bewirkt, haben ein gutes Gangwerk, sind zum grossen Teil auch stabil auf den Fesseln. Es gibt zwei, drei, die ein bisschen weich waren in den Fesseln. Und man sieht ganz, ganz leichte Unterschiede in der Beinwinkelung und in den Vorderständen. Aber zum grossen Teil sehr korrekte Hinterbeinstellung, sehr korrekte Vorderbeinstellung, sehr trock, sehr fein in der Sprunggelenkausprägung. Und darum haben wir es belohnt mit 9 Punkten. Von möglichen 10 Punkten im Fundament, auch da nur einen unter dem Maximum. Dann kommen wir zu den Uter- und zu den Zitzenanlagen. Es ist ja so, dass man bei den weiblichen Zuchtfamilien Uter und Zitzen separat beurteilt. Bei der Halterprämie tut man das zusammenfassen. Uteranlagen und Zitzenanlagen. Und wir haben hier so eine Regelung. Das Maximum ist 14 Punkte. Wenn man aber nicht 5 Kalber die Töchter mit dabei hat, sondern eine Halterprämie schon, machen wir so eine Obergrenze bei 10 Punkte. Wir haben die Zitzen angeschaut von den Nachkommen. Die Zitzen gefallen uns bezüglich Länge und bezüglich Dicke. Es ist uns aber aufgefallen, dass die Zitzen zum Teil vorne etwas weiter platziert sind und vor allem die Stellung nicht ganz korrekt ist. Also tendenziell ein bisschen gespreizt. Und wir haben etwa drei gefunden, die nicht ganz super sind. Ganz ideale Zitzen hat ganz sicher die gekalberte Tochter. Insgesamt aber bezüglich Länge, bezüglich Dicke, gute Striche mit diesen ganz kleinen Nuancen, die noch etwas stärker sein könnten. Wir haben darum verteilt 8 Punkte von möglichen 14 Punkten in Sachen Uter- und Zitzenanlagen. Ja, und es ist ja so, dass wir ja beim Original-Braunfee auch noch für die Bemuskelung Punkte geben können. Es gibt ja zwei Nutzungsrassen, wo die Bemuskelung eine grosse Bedeutung hat. Und wir haben die Nachkommen angeschaut bezüglich Bemuskelung. Es ist so, dass wenn man halt junge Tiere hat, so an einer Familie, dann ist die Bemuskelung sicher nicht ganz so stark, wie wenn halt schon ältere Rinder dabei sind oder zum Teil auch halberte Töchter. Und wir haben das Gefühl gehabt, die Nachkommen sind fürs Alter sehr gut bemuskelt. Und darum haben wir 4 Punkte gegeben, von möglichen 5 für Bemuskelung. Ja, dann gibt es selbstverständlich auch noch für den Gesamteindruck Punkte. Da schaut man ein bisschen, wie viele Nachkommen sind bei so einer Familie mit dabei. Wir haben bedeutet mehr Nachkommen, wenn das Reglement fordert. Wir schauen auch ein bisschen, wie viele Kühe in Laktation sind schon bereits mit dabei. Und wir wollen selbstverständlich auch ein bisschen eine ausgeglichene Familie, eine homogene Familie
dass man auch sieht, dass sich die Tiere angleichen und so dann auch die Vererbungskraft vom Stier zur Geltung kommt. Die Ausgleichheit ist sicher recht gut. Wir haben nicht so viel gehabt wie Töchter, aber eine. Aber insgesamt wirklich eine ausgeglichene, schöne Familie. Darum haben wir es bewertet mit 3 Punkten in Sachen Bemuskelung von möglichen 5 Punkten. Ja, das ist ja so, dass wir auch hier die inneren Werte haben, die zählen für das Gesamtergebnis. Wir haben ja bei der weiblichen Zuchtfamilie verschiedene Faktoren, die die inneren Werte beeinflussen. Bei den Halterprämien haben wir nur einen Wert, der das Ganze beeinflusst, nämlich den Gesamtzuchtwert. Der Gesamtzuchtwert ist der wichtigste Zuchtwert, so oder so. Ihr wisst, es gibt x Zuchtwerte, sodass man bald die Übersicht verliert. Aber der Gesamtzuchtwert ist der wichtigste, weil das alles behalten. Es beinhaltet die Milch, den Milchgehalt, Fitnesswert und auch ein Teil vom Exterieur. Darum ist das der wichtigste Wert, der Gesamtzuchtwert. Der Stier-Ursin hat einen Gesamtzuchtwert von 1040 und das gibt bei der inneren Wert effektiv 14 Punkte. So, und jetzt müssen wir zusammenzählen. Bei der inneren Wert, wie gesagt, die 14 Punkte bezüglich des Gesamtzuchtwerts. Dazu kommen gute 30 Punkte im Exterieur, dann 4 Punkte für die Bemuskelung, 3 Punkte für den Gesamteindruck. Und dann wird uns noch erwähnen, bevor ich das Gesamtergebnis bekannt gebe, die schöne Aufmachung da hinten. He. Gefällt uns wunderbar. Wir können leider keine Zusatzpunkte geben für das, sonst gäbe es das Maximum. Aber ich will einfach sagen, dass wir das gesehen haben, dass uns das gefreut, weil da einen grossen Aufwand hinterher. Meistens sind ja auch die Frauen im Hintergrund, die da drüber arbeiten. Das ist wunderschön, so eine herrliche Aufmachung. Wie gesagt, für den Gesamteindruck 3 Punkte. Und dann gibt das eine wunderschöne, wertvolle Halterprämie mit 51 Punkten. Martin, ganz, ganz herzliche Gratulation für den Zuchterfolg am heutigen Tag. Ich wünsche dir weiterhin viel Glück im Haushofenstall und weiterhin viel Freude in der täglichen Arbeit mit so wertvollen, original braunen Tieren. Kräftigen Applaus und herzliche Gratulation.